Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Crysis 2. Ja, wir waren hier gerade mitten im Gefecht und sollen hier die Munitionslager zerstören. Eins haben wir uns schon geschnappt, das zweite ist gleich dran. Okay, okay, hier habe ich schon wieder welche gehört, deswegen müssen wir hier mal etwas vorsichtig machen. Tarnfeld aktiviert. Schade, ich habe gedacht, da läuft weiter, dann hätte es gepasst. So, okay. Holla, die Waldfee. Wie sieht es eigentlich hier aus? Sind hier auch welche? Nee. Treffe ich nur den Kopf nicht von diesem Drittel. Gibt's doch gar nicht. Tarnfeld aktiviert. Oh, 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 oh. Moment, was hat denn der für eine Waffe? Ja, das Ding hier. Boah. Alter. Ach, schreckt mich nie wieder so. Okay. Okay, okay. Aber wenn, dann würde ich gern die tauschen. So, jetzt müssen wir noch mal schauen, wo gehen wir jetzt am besten lang. Oh, da unten schleichen sie auch schon wieder rum. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier rüber. Da hinten war noch einer, den habe ich gesehen. Genau, da ist er. Okay, den haben wir auf jeden Fall lautlos getötet. So, Kontrollpunkt erreicht, sehr gut. Können wir uns kurz aufladen. Oh, was ist jetzt? So, wir verpissen uns jetzt gleich mal hier. Wow, holy fucking shit, was ist hier los? Fuck! Okay. Tut mir leid für das Fuck. Aber da bin ich genau in die Falle gerannt. Ah, komm, lad auf, lad auf, lad auf. Und zack. Okay. Müssen wir wohl doch etwas vorsichtiger machen. Gehen wir einfach mal hier lang. Unterstützung, Roger. Schicke Verstärkung. Durchhalten. Okay, es funktioniert, aber sie werden in ihre Richtung kommen. Oh, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn heute los? Verrecke. Mein Gott, ey. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Also sowas habe ich ja noch gar nicht erlebt. So, Moment mal, wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Ich muss auf jeden Fall wieder zurück. Ich muss... Hier muss ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen sachte machen.
Okay, das war natürlich gar nicht getroffen. Auch nicht schlecht. Also mit diesem roten Laserpointer, da kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Das muss ich einfach mal so sagen. Gefällt mir gar nicht. Weil ich nie sehe, wo ich hinschieße mit diesem Teil. Deswegen, also mit diesem... Moment mal. Halbautomatisch. Reflexvisier reicht mir da definitiv. Das Laserreflex... Ne, Laserreflex brauche ich nicht. So. Okay. So, ich muss auf jeden Fall dahinter. Da ist noch einer. Jetzt bin ich ja wieder hier. Aber ich muss hier runter. Da komme ich nicht drum rum. So. Wo ist denn? Ich wundert's, dass hier niemand ist. Aber hier oben ist auf jeden Fall unser Treffpunkt. Der Fluchttunnel. Oleg. 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 Oh oh. Leck mich doch am Arsch. Das gab. Ah! Verdammt nochmal. Ach. Ach nee. Wieder das schwule Teil hier drauf. Mal machen wir hier nicht so ein Rumgescheiße. Sie hatten nicht Kontakt.
Das ist Ihre Chance. Gehen Sie durch den Zugangstunnel. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Andere Seite, andere Seite. Wo ist der Fluchttunnel? Wo ist der Fluchttunnel? Maximale Panzerung. Okay, hier unten muss er irgendwo sein. Irgendwo hier unten muss er sein. Tot oder nicht tot? Tot. Oh oh. Okay, war vielleicht leicht übertrieben. Ah, okay. Fluchttunnel! Ja, und wie komme ich jetzt hier hin? Hallo? Also, yeah, gut, Baby! Sie sich durch. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Ei, das ist doch schon wieder scheiße. Das ist doch schon wieder scheiße. Fuck. Nanovision aktiviert. So, mal kurz aufladen. Ich schau mal kurz auf den Timer, wie viel wir noch haben. Ja, der Part ist gleich zu Ende. Was machen wir denn? Maximale Panzerung. Ihr hört's, da klingelt's. Okay. Eine Videosequenz kriegen wir noch, die schauen wir uns nach an, dann machen wir Schluss. Alcatraz? Nanosuit 2 verfügte über mehrere sich entwickelnde Biofeedback-Funktionen. Er ist die fortschrittlichste Kampfhardware, die es gibt. Wer damit in die Schlacht zieht, braucht logistische Unterstützung in Realzeit. Und das war mein Job. In der Position bin ich Prophet ziemlich nahe gekommen. Deshalb weiß ich, dass er ein Ziel hatte, als er sie in den Anzug gesteckt hat. Wir müssen sie in die Mulde legen und die tieferen Schichten des Anzugs scannen, um herauszufinden, was dieses Ziel war. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Wenn es euch gefallen hat, schaut auf den Kanal vorbei, abonniert vielleicht, lasst einen Kommentar da. Ich würde